Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich teste heute mal Magaya Linux. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das habe ich noch nie getestet und deswegen wird es Zeit. Das Ganze im Live-Modus. Willkommen bei Magaya. Wir leiten Sie durch einige wichtige Informationen und unterstützen Sie bei der Verwendung von Magaya. Klicken Sie nun auf Live-Modus, um zum ersten Schritt zu gelangen. Dieser Modus erlaubt Ihnen, Magaya auszuprobieren, ohne diese installieren zu müssen oder eine Änderung an Ihrem Computer durchzuführen. Das Live-Medium enthält außerdem ein Installer, welcher beim Booten oder nach dem Booten vom Live-Medium wie aktuell gestartet werden kann. Dann wird hier das Magaya Control Zentrum aka MCC oder DragConf vorgestellt. Das ist eine Zusammenstellung von Werkzeugen, die Sie bei der Konfiguration Ihres Systems unterstützen, und das ist zuständig für Softwareverwaltung, Hardware, Netzwerk und Internet, Systemnetzwerkfreigabe, lokale Festplatten, Sicherheit und den Systemstart. Wir kommen hier auch direkt hin, gucken wir uns aber nachher noch an. Dann kommen wir zum Bereich Software installieren, installieren und entfernen von Software aus den Medienrepositories. Die Anwender können auf diese Medien einfach über die Softwareverwaltung zugreifen, und zwar mit RPM Drake und DNF Dragora, was auch das immer bedeuten mag. RPM, vielleicht zu SUSE kompatibel, ich habe keine Ahnung. Installieren, hier können Sie auswählen, das System dauerhaft auf dem Computer zu installieren. Ich möchte es erstmal nur ausprobieren, und dann gibt es hier noch weitere Informationen wie Hilfe und Veröffentlichungshinweise. So, im nächsten Schritt schaue ich mir dann mal die GNOME-Oberfläche an, die auf den ersten Blick sehr aufgeräumt wirkt. Ich klicke hier auf Aktivitäten und dann öffnet sich hier links die Taskleiste, wie wir das von Ubuntu zum Beispiel kennen. Oben haben wir die Möglichkeit, das System direkt auf der Festplatte zu installieren. Als nächstes kommt dann der Standardbrowser, offensichtlich Firefox, dann kommt das Standard-E-Mail-Programm, offensichtlich Evolution, das ist so wieder die typische GNOME-Software-Auswahl. Ich verzichte jetzt drauf, hier jedes einzelne Programm zu starten. Ihr kennt das schon, ich habe das in gefühlt hunderten Videos vorher schon mit anderen Distributionen gemacht. Es ist jedes Mal das gleiche, es ist halt ein GNOME. Hier ist Empathy noch mit dabei, ein Messenger, sowas wie Skype oder ICQ, falls ihr euch noch erinnert, falls ihr zur Boomer-Generation gehört. Dann gibt es hier Rhythmbox, auch Standard Shotwell zum Betrachten von Bildern, eine Textverarbeitung, ein Standard GNOME Dateiverwaltungstool, außerdem Dokumente, die uns halt zu unserem Dokumente-Ordner bringen, das Magaya Kontrollzentrum, das wir uns gleich noch ansehen werden. Und zuvor möchte ich mir mal anschauen, was hier so an Software mitgeliefert wird. Wir haben hier Spiele, dann eine Archivverwaltung zum Packen und Entpacken von irgendwelchen gezippten Dateien oder gepackten Dateien eben. Ein Aufgabentool, das starte ich sogar mal. Ja, kennt man auch von macOS oder so. Einkaufen, Liste erstellen. Genau, und dann haben wir hier Milch und Butter. Ist auch Standard das Programm. Bin nur nicht sicher, ob ich das je schon mal ausprobiert habe. Und jetzt habe ich es auf jeden Fall mal getan. So, dann wieder in alle Anwendungen zurück. Auslastung ist so ein Systemmonitor, Task Manager Kombination, ein Betrachter für, ich weiß nicht, was das hier genau ist, DigiDoc Client, Bildbetrachter, Dokumentscanner, Screenshot-Erstellungstool, wieder der Dokumente-Ordner, Dokumentenbetrachtung, das ist vermutlich ein PDF-Tool. Dann haben wir hier ein CD-Brennprogramm. Cheese macht, glaube ich, Aufnahmen mit der Webcam. Wenn mich nicht alles täuscht, können wir auch mal starten. Ein Foto aufnehmen, genau, das macht Cheese. Energiestatistiken, Empathie, Emacs, ist irgendein Editor. Dann haben wir hier Einstellungen, Epson Inkjet Printer, Erweiterungen und dann können wir uns hier nach unten scrollen. Wir können auch klicken auf die jeweiligen Punkte. Festplattenbelegung, Evolution, Fotobetrachter, Spiel, Bildverarbeitung, Partitionsprogramm, wahrscheinlich ein Spiel, bin ich sicher, Hilfefunktion und
vieles mehr. Installieren und einrichten, Kalenderkarten, Klotzki, Kontakte, Laufwerke, Lexmark, Printer. Also Druckerunterstützung scheint hier auf jeden Fall ein Thema zu sein. Dann die komplette LibreOffice Software Suite. Das Willkommenstool, das wir uns vorher angesehen haben. Wieder eine Menge Spiele, Multi-Writer, also auch ein Brenntool vermutlich für USB-Sticks etc. Nochmal eine Musikverwaltung. Ich weiß nicht, warum das hier doppelt ist, denn Rhythmbox ist ja auch eine Musikverwaltung. Dateisuchfunktion, Netzwerkzentrum, Elternkontrollfunktion. Dann haben wir hier Pan, was auch immer das ist, einen Server hinzufügen. Vielen Dank für die Verwendung von Pan. Ah, damit kann man irgendwelche Diskussionsgruppen lesen und abonnieren. Vielleicht auch so ein Torrent-Tool oder so. Weiß es nicht genau. Lasst euch hier nicht ablenken von meiner Mac-Umgebung, in der das Ganze läuft. Da wird eventuell ab und zu links mal was eingeblendet. Das ist keine Absicht. Versucht das auch rauszuschneiden, aber kann schon sein, dass ihr da das ein oder andere Mal irgendwelche Mac-Task-Leisten seht. So, dann kommen wir zu Tab Nummer 4. Polari, Puls-Audio-Einstellungen, Lautstärke, regionale Einstellungen, also jede Menge Programme und ihr könnt das Ganze natürlich auch erweitern, wie man das gewöhnt ist, eben über das vorher schon angesprochene Software-Verwaltungstool, Verbindungen, Zeichen, Zeichen, Tabelle, Web. Vermute, dass hier der GNOME-Standardbrowser gestartet wird. Web ist ja eine GNOME-Eigenentwicklung, aber anscheinend scheint Magaya hier eher auf Firefox zu setzen. Sonst hätten sie das ja nicht in der Taskleiste so prominent verlinkt. So, dann kommen wir noch zu Punkt Nummer 5. Ah, da waren wir schon. Wetter, Wörterbuch, X. Sane zum Scannen, Zeichentabelle etc. Auf Seite 1 hatten wir noch die Einstellungen und ich nehme an, dass uns die zum Magaya Kontrollzentrum bringen. Dachte ich, das ist aber nicht so. Das scheinen hier die GNOME Standardeinstellungen zu sein. Und wir gucken uns jetzt im Bereich Aktivitäten noch das Magaya Kontrollzentrum an. Ah, das ist blau. Sieht so ähnlich aus, ist aber blau. Anmeldung erforderlich. Dazu brauchst du aber kein Passwort, interessanterweise. Bei der Live-Distribution, hier haben wir die Software-Verwaltungsfunktion. Ich spare mir die jetzt mal, weil das ja ein Live-System ist und das Ganze hier eh nicht aktualisiert werden kann und so weiter. Das wäre dann etwas für eine installierte Version. Und theoretisch müsste ich mich hier weiterklicken können durch die verschiedenen Punkte. Das kann ich aber leider nicht machen anscheinend, weil dieses Tool irgendwie nicht reagiert hier in der emulierten Variante, beziehungsweise es reagiert extrem langsam. Jetzt hat es dann doch reagiert. Hier können wir das Grafiksystem konfigurieren. Hier können wir überhaupt die ganze Hardware konfigurieren. Dann haben wir Netzwerk und Internet, die Systemeinstellungen, Netzwerkfreigabe, lokale Festplatten, Sicherheit. Hier können wir den Systemstart konfigurieren. Und dann war es das auch im Wesentlichen. Und wir sind jetzt hier durch. Was haltet ihr von dem System? Gibt es jemand, der das im Einsatz hat, ist übrigens ein Fork von Mandriva, den es schon ziemlich lange gibt, glaube ich. Ich habe das tatsächlich noch nie ausprobiert. Ja, Standarddistribution halt. Was das Ganze hier ausmacht, ist das Magaya Kontrollzentrum, denke ich. Das funktioniert eben relativ langsam in dieser Live-Distribution, deswegen hätte man das vielleicht doch installieren sollen. Ja, aber ansonsten fällt mir jetzt auf die Schnelle kein wirklicher Grund ein, warum ich ausgerechnet dieses Linux, warum ich mich ausgerechnet dafür entscheiden sollte. Ja, wie gesagt, habt ihr es im Einsatz? Was könnt ihr dazu sagen? Hinterlasst mir gerne einen konstruktiven Kommentar, Abo oder Like, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder. Macht's gut, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.